Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur dritten Folge in der Staffel 2 von Phasis Frontier. Das Jahr Nummer 4 ist angebrochen und wir haben in der Aufnahmepause ein bisschen was entdeckt. Und zwar, hier im Lagerhaus sollten keine Rohmaterialien eingelagert werden, kein roher Fisch und auch kein Gemüse, oder? Das können ja unten eingelagert werden. Gut, Gemüse haben wir mit eh noch nicht, weil wir noch keine Landwirtschaft betrieben haben. Also auf jeden Fall kein rohes Fleisch. Damit das hier nicht oben rumgammelt. Trockenfleisch sind wir uns nicht ganz einig, was länger hält. Wahrscheinlich zusätzlich im Rübenkeller oder halt nicht. Oder hält Trockenfleisch sowieso länger? Oder geräuchertes Fleisch ist ja eigentlich nicht getrocknet. Und hier im Ochsenkarren sollten auf jeden Fall keine Pfeile, keine Werkzeuge, keine Waffen und so weiter lagern, sondern nur Rohmaterialien. Zumindest vorerst. Deswegen schalte ich das mal aus, damit das da rausgeholt wird, so nach und nach. So. Dann habe ich noch auf der Karte ein paar Blaubeerbüsche gefunden. Die habe ich jetzt hier unten hingesetzt. Das sind die, die wir bis jetzt entdeckt haben. Die habe ich hier unten hingesetzt und wieder zum Sammeln beauftragt. Somit sitzen die schon mal zusammen. Somit gibt es, wenn die Früchte reif sind, ein bisschen mehr Nahrung. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Feld, oder? Ich gucke mal ganz kurz über die Arbeit darüber. Das sieht alles sehr gut aus. Oh, wir haben noch zwei Arbeiter. Warte mal, dann ziehen wir hier welche ab. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass wir mehr Wohnraum schaffen. Wir haben ja kein freies Haus mehr gehabt. Dass wir hier die ersten Wohnhäuser nochmal ransetzen. Damit noch neue Bewohner dazukommen können. Das geht wieder nicht. Da müssen wir von hier oben beginnen. Dann haben wir hier schon mal den Bereich festgelegt, wo der Marktplatz seinen Bereich für Deko hat. Und dann bauen wir die Häuser hier drunter. Oder bauen wir es hier hin? Nee, ich baue es hier drunter, wegen dem Einzugsbereich. Ja, und das hier lassen wir frei für eventuell noch neue kommende Gebäude. So, ja, machen wir erstmal die Häuser. Fangen wir damit an. Wir haben 37 Holz, das heißt, wir müssen dringend Holz schlagen. Wieso? Wir haben zu wenig Leute insgesamt, ne? Wir haben zu viele Berufe verteilt und zu wenig Leute, die uns Materialien besorgen. Wir haben nur noch 4 Arbeiter. Ich ziehe nochmal 2 ab. Oder wir ziehen kurz Leute ab. Warte mal, wir haben den... Guck mal hier, der Holzhackplatz ist bisher nicht besetzt. Und die haben genügend Holz noch über den letzten Winter gehabt. Also es passt eigentlich. Bretter haben wir 48. Dann würde ich sagen, ziehe ich hier mal ganz kurz die Arbeiter ab. Und hoffe, dass die hier langsam Holz anfangen zu hacken. Eigentlich ist eingestellt, ne? Wie sieht es denn jetzt aus an der... Machen wir so mal, da haben wir 10 Arbeiter, so geht's, ja. Oh, Spiel speichert. Ja, dann baue ich jetzt hier einfach die Hütten und hoffe, dass sie dann entsprechend Holz danach holen. Wir haben nämlich nur 34 Holz. Wie viel kostet ein Haus? Ein Haus kostet 10 Holz. Das ist übersichtlich wenig. 20 Holz. Holz. Machen wir es erstmal so. Ah, jetzt gehen sie los, oder? Nee, da ist jemand an den Karren gegangen. Ah, die holen das Material hier raus. Ne, die müssten jetzt eigentlich die Waffen uns hier rausnehmen. Genau, das habe ich ja so eingestellt. Oh. Alter Vater. Hier, die schießen aber auch die Blitze rein. Gleich brennt die nicht vorhandene Hütte. Ja, jetzt läuft's aber. So, gehen wir hier mal auf zweifach.
So, Deko kann ich noch nicht machen. Habe ich auch extra mal geguckt. Also können die schon machen, aber Dekoration kostet uns. Also jeder Baum kostet uns. Was wir machen könnten, wir könnten mit Brettern und Stein können wir schon die kleinen Gärten machen. Und, nee, kostet 4 Gold, ein kleiner Platz. Nee, müssen wir warten. Erst wenn wir Gold gut einnehmen, dann können wir anfangen mit Deko hier dazwischen setzen. Das dauert aber noch ein bisschen. Was machen die jetzt? Die holen Material da raus oder was machen die? Ah, die Körbe haben sie schon auf dem Rücken. Nice. Die haben die Körbe schon hinten drauf. Das finde ich halt faszinierend, diese kleinen Details. Ah, jetzt wird auch Holz gehackt. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Guck mal, die Beeren sind jetzt reif. Das heißt, die können demnächst Beeren sammeln. Haben die jetzt hier Sachen rausgenommen? Ne, sind immer noch drin. Gut, die haben halt andere Aufgaben im Moment. So, wir können ja schon mal gucken. Wir brauchen eine Bevölkerung von 30, dann können wir das Upgrade durchführen. Das ist ja nicht mehr weit. 4 Bewohner noch. Nicht denkbar. Ja, guck mal, hier sind schon 2 drin. Und hier sind auch 2 drin. Und der ist noch frei. Nice. Wasser fehlt. Naja, hol's doch einfach ab, oder? Ah, schön. Ich überlege gerade, ob wir hier hinten noch was reinsetzen. Noch einen zweiten Brunnen. Wobei, im Moment langt's noch. Aber wenn die Wege so lang sind und sie mal löschen müssen, ist auch wieder doof. So, dann haben wir da noch ein paar Baustellen und dann haben wir wirklich genügend Wohnraum. Dann sollten wir auf jeden Fall locker auf 30 kommen. Sind jetzt schon bei 44 Wohnraum. Müssen nur die Leute, dass sie attraktiv finden, herzuziehen. Ich würde hier einziehen. Im Moment sind sie sehr zufrieden. Wenn wir uns mal angucken. Nahrung 100%, Schuhe, Kleidung fehlt noch. Genau. Warte mal, wie sieht es denn aus mit Kleidungsproduktion? Kam das erst später? Schuhe. Nee, können wir. Aus Leder. Den haben wir noch nicht gebaut. Die Gerberei haben wir noch nicht gebaut. Die braucht Wasser und Leder. Und die darf nicht in der Nähe sein. Ja, dann machen wir die doch hier hin, oder? Gibt's da keinen Eingang bei der Gerberei? Würde ich sagen, machen wir die so rum. Neben den Brunnen. Machen wir so ein kleines Viereck. So. Haben wir auch die Gerberei da oben. Dann dürfte ja der Zufriedenheit nichts im Wege stehen. Ich würde sagen, wir setzen dann hier oben nochmal einen Brunnen hin. Sobald ich einen Überblick habe, wo der Weg entlang geht. Aber wir können ja eigentlich schon mal einen Weg hier runterziehen. Weiß nicht genau wie weit, aber so bis hier. So, ich hoffe, das passt so. Ich glaube, ich habe aber einen ausgelassen, das sehen wir gleich. Oh nein, der große Baum geht dann weg, das ist schade. Na gut. Aber die sollen ja rumlaufen. Irgendwie voll schön, wie das entsteht am Anfang, oder? So im Wald drin. Ich glaube, ich lasse auch hier den Wald bestehen, den hier. Also auch wenn hier, mal gucken, der Einzugsbereich zwar bis dahin geht, aber ich lasse das. Nee, wir lassen das. Ich denke mal, wir könnten eventuell
hier nochmal so eine Parzelle quer machen mit 8 Stück. Müsste eigentlich gehen. So, dann könnten wir hier gegenüber noch einen Brunnen setzen. Vielleicht hier so rein. Guck mal, hier ist... Da muss ich gleich mal gucken. Ich würde gerne die Kamera weiter kippen können. Wie weit sind wir denn? Hier sind wir da. Platz. Ich weiß nicht, wie weit. Weil ich es halt einfach... Shit. Siehst du, das habe ich schon geahnt. Was denn das jetzt hier? Abbruch. Einen Weg gemalt? Wieso war denn der Weg instant zu sehen? Hä, der snappt hier ein? Achso, weil er nicht hier runter geht. Alles klar. So, machen wir hier einfach ein bisschen länger und dann müsste es eigentlich funktionieren. Die schönen großen Bäume. Hier noch ist genügend Wasser da. Moment, hat er den Weg hier nicht abgebrochen oder was? Doch, nee, hier ist keine Baustelle. Wieso werden die Bäume jetzt da entfernt? Verstehe ich nicht. Egal. Nicht drüber nachdenken. Weißdorn, Weißdorn, Weißdorn. Die nicht zum Sammeln eingemalt? Ah, okay, alles klar. So, Felder wollten wir anlegen, ne? Schon vor einiger Zeit. Super, dass ich das gemacht habe. Bin ich aber echt stolz auf mich. Diesmal werden wir auf jeden Fall, wir fangen hier an, würde ich sagen, so bis hier. Oder wir gehen doch hier hin. So, machen wir hier so ein Längsfeld, damit wir hier möglichst wenig von den Kräutern da entfernen. Wobei der Moment eh niemand sammelt. Das heißt, wir bauen Mauern und Straßen. Wir machen erstmal einen Eingang zum Feld. Ist das so richtig? Ich glaube ja, mit dem Gatter nach außen, oder? So, machen wir hier den Eingang hin. Oder vielleicht hier. Dann ziehen wir einen Weg... Das ist das Falsche. Ja. Und dann ziehen wir einen Weg hier hoch. Ich weiß noch nicht, wie groß. So. Und lieber längs, wa? Gut, ein paar Büsche werden draufgehen, das kann ich nicht verhindern. So, ich denke, das passt von der Größe, vom Feld. So. Ja, das passt. Für den Anfang langt das. Was, was, was? Raubtier angegriffen? Wo? Mitten in der Stadt? Seid ihr bescheuert? Gut, der ist gleich weg. Das ist ein Wolf, ne? Angriff. So, erledigt. So, brauchen wir für den Zaunbau Bretter oder sind das Holzstücke? Das sind Holzstücke. Okay, wir brauchen noch keine Bretter. Oh, wir sind bei 33 Bewohnern. Hey! Nice. So, das wird unser Feld. Dann können wir hier schon mal ein Feld einmalen. Nahrungsproduktion, Feld... wieso geht das nicht? Maximale Größe reicht. Okay, warte, stopp. Dann... Ja gut, dann packen wir es nur in die Ecke hier rein. Ne? Machen wir es bis hier und lassen hier so einen Spalten frei. Dann können wir da zum Beispiel... können wir da zum Beispiel Bienenkörbe und so weiter hinstellen. Ja, dann lassen wir den einen Teil frei, dann ist es eingezäunt. Passt. Goodie. Dann besetzen wir das hier wieder.
Und dann brauchen wir nur noch zwei Bretter und dann geht's ab. Ah, ein Brunnen noch. Siehst du? Warte. Da ist die Kante. Und dann setzen wir hier vorne noch einen Brunnen in das Dickicht. Ressourcen, Brunnen. Ja, hier ist auch schön blau. Mit einem Abstand oder nicht? Nee, dann würde ich einen Baum entfernen. Das finde ich doof. Nee, ich setze das hier in die Ecke. Da kommt ein Brunnen noch hin. Dann sollten die da unten auch versorgt sein. So, Upgrade möglich. 50 Bretter. So, bitte erst das Dorfzentrum upgraden. Na ja, gut, bis das Feld fertig ist, das dauert eh. Also bis das Feld gebaut ist, das dauert wieder wahrscheinlich. Wir können ja mal gucken. Wir sind im Jahre Nummer 4. Beziehungsweise Nummer 5, muss man fair sagen. Oder wir starten ins Jahr Nummer 5 und gucken, wie schnell das Feld fertig wird. Ja, ich lasse den Wald hier auf jeden Fall stehen. Ich lasse den Wald allein deswegen stehen, um eine Trennung zu haben zwischen den Feldern. Und um das Wasser hier zu erhalten, hier oben. Das mache ich nicht nochmal, dass ich alles wegtacker. Das ist echt, das wäre echt blöd. So, dann bauen wir hier die Häuser fertig. Zack. So, dann haben wir da auch die Parzelle wieder fertig. Da haben wir erstmal wirklich genügend Wohnraum, glaube ich, für den ersten Schub. Brennholz. Brennholz müssen wir wieder einschalten. Zack. So, damit wir durch den Winter kommen. Raubtier, shit. Ich hab's schon gesehen, da oben. Wie viele Leute sind hier unterwegs? Ja, komm, Leute. Attacke. Eieieiei, shit. Das ist unser erster Toter. Ja, das können wir jetzt nicht verhindern, ne? Wir müssten dazu... Das Dorfzentrum muss erst das Upgrade kriegen, oder? Die Medizin kostet uns auch zu viel. Nee, Quatsch, die heilen sich ja so. Die heilen sich ja mit Wurzeln am Anfang. Das haben wir beim letzten Mal festgestellt. Hier. Wir haben Kräuter und wir haben medizinische Wurzeln. Weil wenn wir den Heiler jetzt von Anfang an bauen, was habe ich jetzt hier? So, jetzt. Ein Dorfbewohner ist schwer verwundet und werden sterben, wenn nicht Heilkunde ausgebaut wird. Ja, da kann ich jetzt nicht das Heilkundenhaus bauen, weil das ist viel zu teuer. Das ist, das können wir uns nicht leisten. Tut uns sehr leid, aber das funktioniert so nicht. Das kostet ja irgendwie, woher, wir haben 110 Gold, wir können uns das sogar leisten, oder? So schlecht stehen wir jetzt nicht da. Oh, ist das Upgrade fertig? Yes! Dorfzentrum Stufe Nummer 2. Und das in der dritten Folge? Dritten Folge. Finde ich jetzt gut. So, Jahr Nummer 5. In dem Jahr, wo der Feldbau losging. Und die Toten unter die Erde mussten. Ah, apropos Toten. Wir brauchen definitiv einen Friedhof. Wo machen wir den Friedhof hin? Wir haben ja keine Kirche, die gibt es noch nicht. Aber wir sollten uns einen Bereich suchen. Jetzt ist die Frage, muss der Friedhof in der Nähe von Wohnräumen sein, damit die da hinkommen können und um ihre Toten trauern? Ich glaube nicht. Gute Frage. Wobei es natürlich irgendwie ganz schön wäre, wenn es in der Nähe vom Dorf wäre, ne? Dass es so ein bisschen zum Dorf dazugehört.
Vielleicht hier hin? So einen Dorfrand? Ich meine, wir haben hier genügend Möglichkeiten, um hier Gebäude zu setzen, die Attraktivität erhöhen. Dann hätten so ein bisschen am Stadtrand, in der Nähe vom Gammelplatz, schon wieder, ne? Das hatten wir schon mal. Aber der Friedhof hat keinen negativen Einfluss, oder hat er, warte mal, sieht man das vielleicht noch nicht? Friedhof wird dafür sorgen, dass verstorbene Dorfbewohner eine angemessene Begräbnis erhalten und die Trauer ihrer Familie lindern. Ohne einen Friedhof für eine angemessene Bestattung können Leichen länger liegen bleiben. Nee, also es hat keinen Einfluss. Es ist nicht negativ und auch nicht positiv. Also klar, sie müssen trauern, das wäre das Positive. Ja, dann setze ich das hier oben drüber. Setzen wir hier hin. Ja, machen wir hin. So. Ja. Gebäude stehen in Flammen. Eieiei, jetzt hoffen wir, dass das Wasser ausreicht. Feuer! Feuer! Oh Gott. Löschen. Da kommen sie mit ihrem Wasser. Oh, hat noch gelangt. Was ist eigentlich mit unserem Gammler los? Ah, der ist noch ein bisschen langsam anscheinend. So. Wie sieht's aus mit weiteren Schritten? Wir können ein Heilkundehaus bauen, was uns monatlich 20 Gold kostet. Haben die das reduziert oder war das schon immer? Ausbilden, Schule, 100 Gold. Aber nur der Bau. Eine Schule bauen wäre schon eine gute Nummer, ne? Eine Schule bauen wäre schon eine richtig gute Nummer. Das schafft er nicht. Ja, jetzt ist die Frage. So. Aber der Einzugsbereich geht... würde sogar hier hingehen. Aber das letzte Haus erreicht er nicht, ne? Das letzte Haus in der Ecke erreicht er nicht mit der Schule. Ah. Und nu? Schule direkt da dran? Nee, auch doof. Das überlege ich mir noch. Mal gucken. Genau, ich wollte direkt hier auf Ressourcen. Was fehlt denn? Ein Stapelplatz, eine Wagenwerkstatt. Genau, die bauen wir. Das ist wichtig. Zum Transport von den schweren Waren. Rattenfängerhaus können wir schon bauen. Wo ist denn die Wagenwerkstatt? Die Rüstungsschmiede, soweit sind wir noch nicht. Köhlerei. Seifensiederei. Seifensiederei wäre auch schon wichtig, ne? Für die Hygiene. Talg haben wir schon, wir haben schon Brennholz. Ja, wir machen jetzt erstmal die Wagen. Da. Wagenwerkstatt kostet uns nichts außer Steine und Bretter. Und die transportieren. Wir können ja mal die Beschreibung lesen. Eine Werkstatt baut unerhört Wagen, Dorfbewohner genutzt werden, Waren schnell von einem Ort zum anderen transportiert. Aber was für Waren transportieren sie? Sie transportieren auf jeden Fall Erze und so weiter und Holz. So, da hinten unsere Mine irgendwann sein wird, würde ich das hier irgendwo reinbauen. Weil hier unser Stapelplatz und unser Lager ist. Vielleicht hier hinter das Lager. Ja, Spiel, beruhig dich. Hier in das Lager. Ne, so irgendwie hin. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Hier ran. Ja, hier so ran, dass wir praktisch dann Ressourcen zum Lager oder hinten von der Mine hochtransportieren. Und dann bauen wir hinten nochmal so ein Ding. Ja, okay. Ey, nicht hier einschlagen. Bloß nicht, dass der Blitz einschlägt.
So, das Gebäude muss repariert werden. Das passiert meines Erachtens automatisch. Durch Stämme, genau. Jetzt fehlen für die ersten Häuser fehlen nur Stämme zur Reparatur. Später bei den größeren Häusern sind es dann Bretter. Und ich weiß nicht, ob es in der vierten Stufe noch mehr sind. Soweit haben wir ja nicht gespielt. Dann haben wir einen Kornspeicher, eine Schatzkammer. So, wie machen wir das denn? Sollen wir das hier zusammensetzen? Schatzkammer, Handelsposten, dass wir das hier so zentral setzen und hier eine Mauer drum ziehen vielleicht? Dass wir das hier irgendwie so einkästeln, den Bereich, und so einen ersten Schutzwall bauen? Dass wir hier direkt eine Schatzkammer irgendwie so nebendran setzen und dann hier den Handelsposten und das Ganze hier so ein bisschen umzäunen? Ich meine, hier haben wir ja Platz gelassen, hier oben, ne? Ich glaube, hier ist Platz. Ja. Hier könnte man eine Mauer hinsetzen. Hier eine Mauer entlang. Ein Tor. Und das Ganze hier nochmal drum. Und dann hier wie so ein Oval. Dann machen wir da Türme rein. Das müsste eigentlich funktionieren. Mal gucken. Oder sogar dahinter, dass wir ein bisschen tiefer ansetzen. Mal gucken. Nahrungsvorräte sind knapp. Das ist, glaube ich, immer die gleiche Meldung. Haben die schon den Brunnen gebaut? Ja, haben sie. Nice. Keine Bretter. Was ist los an der Bretterfront? So, was haben wir gesagt? Jahr Nummer 5, da sind wir jetzt, ne? Jetzt fängt praktisch das erste Jahr an. Jetzt bin ich mal gespannt, wann das Feld fertig ist. Gut, der Tote wird einfach untergehoben. Mal gucken. Guti, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir haben unseren ersten Toten, das war schon mal sehr erfolgreich. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann bin ich mal gespannt, wann das Feld irgendwie fertig ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.